Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Command-Block-Tutorial für die Minecraft Bedrock Edition. Aber wie immer grüße ich jemanden von euch und zwar heute den TaiLP. Er war nämlich der 289. Liker und Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Um selber auch gegrüßt zu werden, einfach die eigene Like-Zahl in einem Hashtag verpacken und mit etwas Glück bist du beim nächsten Mal dabei. So, jetzt fangen wir aber direkt mal an. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr in Minecraft so einen Laserstrahl machen könnt, der auch wirklich funktioniert. Deshalb zeige ich euch das Ganze mal. Ich gehe einfach mal da rein und ich sterbe. Und das Ganze ist sehr einfach nachzumachen. Ihr müsst eigentlich nur, ja, das meiste kopieren an den Commands und das war es auch im Grunde genommen schon. Für den Laserstrahl selber brauchen wir nur Command-Blöcke, alles drumherum wie das jetzt hier. Da könnt ihr alles Mögliche hinbauen, was ihr wollt. So, und hier sind einmal die Command-Blocks. Bitte nicht erschrecken, ist wirklich eigentlich nur Copy-Paste. Es sind eigentlich nur drei Commands und diese beiden hier sind eigentlich identisch mit diesem. Jedoch habe ich da einfach noch ein paar Zahlen verändert. Zeige ich euch jetzt aber. Ihr seht schon, ich habe hier diesmal nur wiederholende Command-Blöcke verwendet, die auch alle auf immer aktiv sind. So, bevor ich anfange, ich baue nochmal ganz kurz hier als Beispiel nochmal sowas hier hin. Zack, sagen wir einfach mal, wir wollen hier zwischen den Laserstrahl haben. Dann machen wir das einmal so. Und bevor es jetzt losgeht, wir müssen erstmal hier auf jedem einzelnen Block, über den sich der Laserstrahl nachher befindet, einen Armor-Stand hinzufügen, damit wir dort auch nachher Partikel und sowas haben können. Wie machen wir das Ganze? Ganz einfach. Wie gesagt, ihr stellt euch einfach auf so einen Block drauf, wo sich halt der Laserstrahl nachher drüber befindet. Dann gebt ihr im Chat einmal diesen Befehl ein, slash summon Armor-Stand, Laser, oh, ich habe noch was vergessen hier, einmal noch die drei Wellenzeichen, zack, und dann seht ihr schon, oh ja, er wurde jetzt schon unsichtbar gemacht, Moment, ich deaktiviere das mal ganz kurz. Jetzt könnt ihr sehen, wir haben hier einen Armor-Stand erschaffen oder einen Rüstungsständer mit dem Namen Laser und das machen wir einfach hier neben nochmal so und hier ebenfalls so. Ihr müsst den Befehl im Chat übrigens nicht nur tausendmal neu schreiben, ihr könnt einfach in den Chat gehen. In dem Fall ist das jetzt bei mir auf der PlayStation 4, ich muss einfach hier in den Chat halt wie gesagt reingehen, dann die obere Pfeiltaste drücken und dann ist dort halt der Befehl, den ich zuletzt eingegeben habe. So müsst ihr den also auch nicht immer neu schreiben. Und wahrscheinlich habt ihr das gerade eben auch kurz gesehen. Wir können praktisch jetzt überall diese Laserstrahlen bauen. Wir müssen auch nicht mehrere Command-Blöcke dafür bauen. Wir können wirklich diese hier weiterhin dafür verwenden. Und jetzt überall, wo wir diese Armor-Stands hinmachen, ist praktisch so ein Laserstrahl. So, wie gesagt, wenn ihr die so platziert habt, dann seid ihr auch schon fertig. Und jetzt gehen wir hier einmal in den ersten Command rein. Und das ist einmal der Command. Der ist einfach nur dazu da, um einen Partikel zu erzeugen, in dem Fall so ein Redstone-Partikel, weil der halt rot ist und halt wie ein Laser aussieht. Ihr könnt dann natürlich auch andere Partikel verwenden. Hier haben wir einmal noch hinten diese Wellenzeichen mit einer 1, das ist einfach für die Höhe 1, damit die Partikel halt eben auch ein bisschen höher sind und nicht einfach auf dem Boden oder im schlimmsten Falle im Boden verschwinden. Und auch hier nochmal, diese Partikel werden nur bei Rüstungsständern erzeugt, die den Namen Laser haben. So haben wir das halt nicht überall, sondern wirklich nur dort, wo wir das auch hier so platzieren. Und wenn ihr diesen Command halt hier gemacht habt, dann könnt ihr den eigentlich mit einem Structure-Block einfach kopieren oder einfach nochmal neu schreiben, falls ihr da Lust zu habt. Und ja, das Einzige, was ich hier geändert habe, sind einmal, dass ich hier bei den letzten drei Wellenzeichen hinter dem ersten eine 0,5 habe oder eine 0,5 und bei dem anderen Command-Block minus 0,5. Einfach deshalb, damit auch wirklich ein Strahl entsteht und nicht nur die Partikel dort sind, wo ein Armor-Stand ist. Denn sonst wären hier zwischen so Lücken, das kann ich einmal ganz kurz zeigen. Ich mache mal nur den ersten an und dann seht ihr ja hier, sind hier immer so kleine Lücken, wo keine Partikel sind. Und deshalb habe ich die so ein bisschen verrückt. Da müsst ihr auch darauf achten, wie ihr den Laser baut, ob ihr den jetzt so hier baut oder halt eben so hier. Je nachdem müsst ihr dann hinter einem anderen Wellenzeichen diese 0,5 oder minus 0,5, wie gesagt, schreiben. Deshalb, ich aktiviere auch mal die anderen und dann seht ihr auch schon, ich denke mal, das ist auch eigentlich leicht zu verstehen, sind jetzt hier zwischen auch Partikel. Wir haben halt den Command-Block einfach kopiert und die Partikel einfach ein bisschen verschoben und dadurch haben wir jetzt auch wirklich einen vollständigen Strahl. Ihr könnt das natürlich noch mit noch mehr Commands machen, dass das noch krasser aussieht, aber ich finde, das reicht schon aus. Aber wie gesagt, falls ihr das noch erweitern wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Dann der nächste Command-Block ist auch wieder natürlich ein Wiederholender immer aktiv. Das ist einmal der Befehl. In dem Fall kriegen jetzt alle Spieler dort Instant Damage, also sofort Schaden, sobald sie sich halt in diesem Rüstungsständer befinden. Logischerweise stirbt man dann direkt dadurch, wenn man im Survival-Modus ist. Dann haben wir wieder einen Command-Block und ihr seht wahrscheinlich auch schon, die ähneln sich alle so ein bisschen. Allerdings gibt dieser hier einen Unsichtbarkeitseffekt und zwar auch allen Rüstungsständer mit dem Namen Laser. Dadurch machen wir sie halt unsichtbar. Und dann sieht man die auch nicht mehr. Wenn ihr das alles soweit gemacht habt, seid ihr eigentlich auch schon fertig. Und ich kann es euch mal zeigen. Wir haben jetzt hier einfach nochmal so einen Laserstrahl hingemacht. Ich gehe nochmal ganz kurz in den Survival-Modus. Gehe nochmal hier rein. Und ihr seht, ich sterbe direkt.
Funktioniert also alles einwandfrei. Und ich würde mal sagen, ihr könnt jetzt gerne ein Däumchen nach oben da lassen, falls ich euch damit weiterhelfen konnte. Denn das war's auch schon. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet bezüglich jetzt hier zu dem Tutorial oder irgendwelche Wünsche, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.